Am Rand des schönen Donau-Isar-Hügellandes sammeln sich die Mitstreiter. Wir sind heute in Affing. Affing, irgendwo bei Augsburg wieder, genau. Gell? Affing, ja. Was erwartet ihr denn heute? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er urige Biergarten hat. Also es wird auf jeden Fall typisch bayerisch. Da gibt es nichts anderes. Es wird einfach nur klassisch bayerisch. Ich kann mir vorstellen, wenn ich reinkomme, dann begrüßt mir die Wirtin im Dirndl. Du mit deinem Dirndl? Ja. Elia hat die Tradition aufgesorgt. Alle vier Wirte stehen auf gute, deftige Gerichte. Beim Essen, glaube ich, bleibt ein bisschen traditionell, aber hat hier und da bestimmt ein paar Ausbrüche. Ja? Also ein paar Extras, ein paar geile Sachen irgendwie, wo du halt nicht immer sagst, das muss genau so sein, sondern dass er hier und da mal ein bisschen einen Pep reinschießt irgendwo. Ja? Ja, ich hoffe, er hat einen guten Kaiserschmarrn, sag ich jetzt mal. Ne? Die Erwartungen an Gastgeber Walter sind hoch. Ja, servus, grüßt euch. Walter, grüß dich. Habt ihr gleich hergefunden? Ist nicht leicht zu finden, gell? Ich habe immer so auf mein Handy-Navi geschaut. Okay. Was ich bei Walter ein bisschen vermisst habe, das ist seine schöne Weste. Ausgerechnet heute ist er mit so einem T-Shirt, mag sein, Logo drauf, schwarz, aber ein Wirt ist ein Wirt, wie ein Arzt. So, jetzt geht's mal rein, schaut mal ein bisschen um, ich komm gleich. Okay, danke. Super, danke. Ich bin gespannt. So, und jetzt zeige ich dir mal, was ein gescheiter Biergarten ist. Für die volle Punktzahl muss das Freiluftlokal auf Anhieb Eindruck schinden. Das ist mein Biergarten. Boah, irre, oder? Da gibt's keine zwei Meinungen. Das ist mein ein Biergarten. Herz liegt hoch. Der Biergarten ist eine glatte 10. Habe ich mir eigentlich auch so vorgestellt, als ich das Walter kennengelernt habe. Irre. Kastanienbäume. Ich meine, hallo, das ist ein Biergarten, nichts anderes. Das ist ein richtiger Biergarten. Klassischer Biergarten, wie hieß es damals in München? Der Bierkeller war unten, der hatte ja keine Kühlschränke. Durch diese fetten Kastanien, die oben drauf standen, war grundsätzlich immer Schatten. So ist in dem Keller unter diesen Kastanien das Bier gekühlt worden. Ja? Wenn du jetzt das voll oder hoch genau nimmst, dann ist sowas bloß ein klassischer Biergarten. Ja? Aber die Zeit geht ja weiter, man verändert sich, man passt sich an. Von daher. Wenn man sagt, was ist am nächsten am klassischen Biergarten, dann ist das vom Walter definitiv klassischer Biergarten. Genau. Leider braucht ein perfekter Biergarten auch perfekte klimatische Bedingungen. Bums, schlechtes Wetter, abräumen und ich kann euch sagen, bums ist der Abriss der Gäste da. Keine Sau mehr da. Und du hast aber Mitarbeiter, die gehören alle bezahlt. Also das ist schon ein Roulette-Spiel. Das Coole ist, es ist ja offen. Ja. Wir können uns reinsetzen und können rausschauen. Ja. Romantisch den Regen beobachten, oder? Kommt mit, gehen. Auf geht's. Ja, mal hin. Von dem bisschen Regen lassen sich unsere Biergartenbosse doch nicht abschrecken. Die Situation, dass ihr kein Gastraum habt, das ist schon ein toughes Risiko. Ja? Du kannst halt echt. Letztes Jahr hatten wir einen Bombensommer, ja? Da war das hier Jackpot wahrscheinlich. Aber wir hatten auch schon Sommer, die echt grottenschlecht waren. Und dann steckst du ordentlich rein. Ja? Damit sich die Gäste nicht unnötig herbemühen, hat sich der Chef seinen eigenen Reim aufs Wetter gemacht. Ob's auf ist heute, seht ihr Leute im Internet, da könnt's euch freuen. Bei Rot, da bleibt der Laden zu. Bei Grün, da fließt das Bier im Nu. Das finde ich zum Beispiel richtig gut. Der Walter hat im Internet ein Ampelsystem. Du willst ja immer, dass Leute auf deine Homepage schauen, das bringt dir ja was. Ja? Deswegen finde ich schon schlau, weil das Interesse ist da. Du schaust aus einem banalen Grund auf diese Homepage, hat er auf. Jetzt ist vielleicht rot, aber bam, nebendran hast du vielleicht so eine Information. Hey, nächste Woche Samstag kommt die Band XY. Walter hatte mal eine Werbeagentur. Heute macht er Reklame nur noch in eigener Sache. Ich habe die Sandra mitgebracht, unsere Servicechefin, meine Frau. Servus, Sandra. Ich finde es klasse, dass sie zusammenarbeiten. Dream Team. Und die haut bei Schlechtwetter übrigens auch nicht so schnell ab. Na, hoffentlich ist Sandras Service dann heute kein Scheidungsgrund. Das ist wie im Liegestuhl liegst, kannst du dich so bräunen. Die ist nicht schön, aber die ist praktisch. Und wenn da Gewitter kommt oder was, zack, hast du die sofort aufgeräumt, geht nicht gleich kaputt. Also bayerischer Wurstsalat oder Schweizer Wurstsalat, das ist eigentlich schon heftig, oder? 59, 98, also puh, da muss ja die Portion schon richtig heftig sein. Kann schon gut sein, dass da eine Riesenportion hier kommt. Hauptsache, die bestellten Gerichte sind nicht nur groß, sondern auch großartig. Oh, jetzt muss der schüchterne Koch Angelo wieder aus der Deckung kommen. Michael, servus, grüß dich. Darf man da über die Schulter schauen? Buongiorno. Ja, natürlich. Ich gehe mal auf die linke Seite, ja? Okay, ja, gut. Was machst du für uns? Ich mache jetzt gerade Wurstsalat-Dressing. Das schaut nach einer Menge aus. Wie viel machst du da jetzt? Eigentlich eine Box. In einer Box passen 10 Kilo Wurstsalat. 10 Kilo? Ja. Wie lange hält das? Beim Wochenende so eine Box kann auch 2 Stunden lang.
6 Boxen hat er dann am Tag. Ist schon eine Ansage, ja. In 2 Stunden geht 10 Kilo Wurstsalat weg, da muss jemand hinterstehen, nur am Produzieren. Von einer Messerspitze oder einer Prise ist Angelos Rezeptur weit entfernt. Bei diesen Megamengen sind die Maßeinheiten üppiger. Okay. Meine Essigflaschen sind so groß. Also. Jetzt machst du weiter, jetzt kommen Gewürze, oder? Ja, also das ist eine Salatkrönung. Was ist denn eine Salatkrönung? Ist es etwa das, was ich denke? Das ist quasi ein gekauftes Salatgewürz, oder wie? Ist alles aus pflanzlicher Basis. Also pflanzlicher Basis, oder? Gibt nichts Chemikalien drin. Pulver in die Küche hat eigentlich nichts zu suchen. Da kommt ja gleich so Tetrapack, oder? Ja. Bin jetzt auch kein Freund von sowas, sage ich ganz ehrlich. Ne? 2 Löffel rein, also mehr nicht eigentlich. Dann liebe ich doch lieber viel Kräuter und keine Brühe. Pfeffer, Salz. Genau, da hast du schon. Pfeffer, das Salz. So. Eigentlich brauchen wir nicht. Frisches Schnittlauch drauf. Hast du recht. Ab. Guten Appetit. Danke. Vielleicht schmeckt's ja trotzdem. Ja, ist gut, jetzt können wir endlich die Wurst holen, bitte. Ja, ist schon kalt. Die klassische Wurstsalatwurst ist die Fleischwurst. Die sind eigentlich heute gekommen aus unserer Metzgerei von Hort. Der schneidet das für dich vor, der schweißt es, der vakuumiert es ein, damit es hält. Da kein Sauerstoff drin ist, genau. Und wie oft kriegst du so Lieferungen? Ja? Wie beim Wetten eigentlich. Also muss man eigentlich das Wetter schauen, was man braucht und was wir denken, dass verbraucht wird. Das ist auch klar. Er muss schauen, wie das Wetter ist und dementsprechend bestellt das und kriegt es dann auch geliefert. Zu den vorgeschnittenen Fleischwurststreifen gesellen sich vorgeformte Gurkenwürfelchen. Wusste ich gar nicht. Gott, bin ich naiv. Logisch, es gibt schon Gewürzgurke in feine Würfel geschnitten. Die müssen auch so arbeiten. Die haben nicht mehr die 100 Leute. Wir müssen ja froh sein, dass sie nicht den Salat fertig kaufen. Muss man eigentlich nur das Ganze massieren und einziehen. Tust du massieren, oder wie? Ja, muss man. Ich hätte so gerne Handschuhe. Ich massiere so gern Fleisch. Geil. Dann kommt Michi wieder raus, ne? Ja, also eigentlich ist fertig. Wir müssen nur die ganze Masse ein bisschen ziehen lassen. Genau, ziehen, der braucht noch. Und für euch eigentlich habe ich schon eine vorbereitet. Geil. Den Wurstsalat versteckt Angelo unter Zwiebelringen. Oh, kommt aber einiges an Zwiebelchen rauf, ne? Mhm. Ja, ein bisschen Liebe. Bist du sicher, dass der Teller reicht? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Die Vorspeisen kommen. Ja, da sieht man mal, wie das richtig läuft im Biergarten, ne? Wo mal 500-600 Plätze sind. Ne? Da gibt es Tabletts, ne? Die, alter Schwede, die sind so groß, das ist ja ein Wahnsinn. Das musst du auch mal beherrschen, ne? Stark. Ja, Sandra hat's drauf. Yes. Oh, was fällt dir? Jawohl. So, bitteschön. So, einmal Garnelensalat für Lilly. Ja, jawohl. Perfekt. Guten Appetit. Das ist die kleine Vorspeise. Das ist die kleine Vorspeise. Silvia probiert den bayerischen Wurstsalat mit Hausdressing und Brot. Für Arti ist das bayerische allerlei Wurstsalat, Oberster und Sülze. Michi hat mal wieder eine Currywurst mit hausgemachter Soße. Und Ilia geht streng mit dem Garnelensalat ins Gericht. Wahnsinn, also die Portionen waren ja der Hammer. Das sind ja schon Hauptspeisen so groß. Gastgeber Walter hat tagelang geprahlt mit der Qualität seiner Biergartenkost. Ilia, gibt ihm deine Vorspeise recht? Ich habe den Garnelensalat mit gegrillten Garnelen, verschiedene Blattsalate, Gartenkräutern, hausgemachte Dressing. Das war eine Riesenportion, hat sehr gut ausgesehen. Mit dem hausgemachten Knoblauchbaguette, was mir ganz gut gefällt, weil das ist kein Weißbrot. Die Garnelen sind an sich sehr gut gebraten für sich, aber die sind eher schrimpsartige Garnelen. Hätte mir vorgestellt, dass die Garnelen etwas größer sind und etwas mehr gewürzt sind. Da habe ich lieber nicht 10 kleine Scheißhecher, sondern 3 gute Garnelen. Wäre mir 10-mal lieber, ne? Weil die Dinger sind ja auch ratzfatz durchgebraten und sind ja 14,90 €. Die Garnelen kosten ein bisschen teuer. Im Salatblatt ist nicht viel dabei für Biergarten. Und diese Umgebung ist etwas zu hoch, trotz der großen Portion. Wie schmeckt's dir, Arti? Ich hab ein bayerisches Allerlei. Ja, ich hab's einen Wurstsalat, eine Sülze und Oberster. Brot, Butter, alles da. Man kann gleich mehrere Sachen probieren. Das finde ich cool. Die Sülze braucht ein bisschen Kraft, also diese Fleischkraft.
Diese Soße braucht ein bisschen halt Säure, Wasser und Öl. Mehr schmecke ich alleine nicht raus. Das ist nicht die Soße, was ich in der Küche gesehen habe. Das gab es keine Säure drin. Also es war irgendwie kein Obatzta. Bisschen mehr Gewürze, aber Obatzta ist gut. So wie es ist, gut. Also Begeisterungsstürme hören sich jetzt doch anders an, oder? Kann das sein? Ja, wie bewertest du deinen ersten Gang, Silvia? Also ich habe den bayerischen Wurstsalat für 8,90 Euro, Portion bombastisch. Also die Gurken sind mir jetzt leider zu klein, weil man muss halt immer dann so suchen, bis man die halt kriegt. Aber nichtsdestotrotz, Wurst schmeckt lecker. Auf das Grünzeug könnte ich jetzt verzichten, aber nichtsdestotrotz, die Soße geht unter. Ich war total enttäuscht von dem Dressing. Die Säure hat komplett gefehlt. Hat Pep gehabt? Nein, gar nicht. Weder Pep noch Bums. Nicht das eine und nicht das andere. Was der Chef wohl dazu sagt? Also ich bin nicht aufgeregt. Wie schaut's bei dir aus, Angelo? Ich bin ganz entspannt eigentlich. Super. Hoffentlich nicht zu entspannt, Jungs. Gell? Ihr habt gute Chancen, im Wettbewerb hier voll mitzuspielen. Also. Walter rechnet mit Jubel. Kann er auch mit der Watschen umgehen? Jetzt schauen wir mal, wie es euch geschmeckt hat. Walter! Currywurst-König. Nein, die Currywurst als Vorspeise, gell? Jetzt pass auf, was ich schon geil finde, ist, dass die Soße, da hat einer was gemacht, da hat sich noch was denkt dabei, die hat einer gewürzt, die ist rund, ja, mir fehlt ein bisschen die Schärfe, gell? Man hätte hier eigentlich, wenn du ein bisschen Salz und nochmal nachschärfst, dann wäre ich glücklich gewesen mit dieser Soße, ja? Hey, zu Pommes-Ketchup, mei, muss ich nicht sagen, knusprig, passt, ist geil. Und das Würstel, das hast du nur im Ofen gemacht, oder vielleicht liege ich falsch? Jetzt, die hat keine schwarzen Flecken oder irgendwas. Also die lag auf keinem Grill, habe ich nicht das Gefühl. Die braucht ein paar Röstaromen, oder? Die haben wir kurz in die Fritteuse rein, okay. Für 30 Sekunden. Und dann kommt es auf den Grillen auf. Okay. Und ich denke, dass es aufgrund dessen, dass es in der Fritteuse war, dass es einfach diese Haut kriegt, die wo wirklich nicht schön ausschaut. Würstel habt ihr vergeigt, das tut mir leid, das darfst du nicht mehr machen. Versteht vielleicht keiner, aber ich finde, so eine Currywurst, die braucht schon auch Liebe. Die darf nicht einfach auf der Karte sein, weil jetzt die auf der Karte sein muss, sondern da soll einer was machen, sich was denken dabei oder soll es bleiben lassen. Und da gebe ich ihm recht, da muss man auch richtig gute Wurst beim Metzger kaufen. Die hat verdient, dass sie die Zeit zum Braten braucht und nicht in der Fritte, ne? Dass sie so eine knüppelharte Haut bekommt, ne? Dass die Soße quasi an der Haut runterrutscht. Also das sind auch Eckdaten, die halte ich auch für wichtig. Das war nicht die letzte Rüge. Lieber Walter, wir waren mit Michi jetzt in der Küche und haben wir gesehen, wie Dressing-Soße vorbereitet wird. Also in diesem Salat fehlt komplette Säure. Bei mir war genug Säure im Kartoffelsalat. Musst du mal probieren, also das ist nicht diesen Dressing, was wir in die Küche gemacht haben. Also das ist halt null Säure, gar nichts. Diese Wow, wie du halt das eher beschrieben hast. Genau, das finde ich richtig schade. Ist da was dran? So, Walter, jetzt Größe zeigen. Hast du bei mir auch. Ah, schmeckt ein bisschen lasch. Entweder haben wir einen falschen Essig gekauft. Normal haben wir den 10%. Müssen wir mal schauen. Vielleicht ist der 5% geliefert worden. Ich hab noch nicht geschaut. Aber das ist nicht, wie der Arzt schon sagt, nicht unser Originaldressing. Mitarbeiter schauen natürlich nicht nach, was mir für ein Essig kommt. Die Kalister schauen alle gleich aus. Es gibt einen 5%, 10%. Ich denke, das ist der 5%. Also da fehlt auf jeden Fall der Bums. Definitiv. 10%, 5%, das ist ja nicht so großer Unterschied. Also man schmeckt. Essig, Mann, ne? Das ist Essig, das ist 5%. Ja, das ist, und egal, ob ich für Masse, ich muss abschmecken, Mann, oder? Das, ja, sagt doch jeder. Ich muss probieren. Ja, das ist das Thema. Ich muss abschmecken. Völlig wurscht, wie viel Prozent Essig, ich muss abschmecken. Und das ist das Thema. Gell? Und hat jetzt auch für den Mitarbeiter gerade nicht so gut ausgeschaut. Finde ich jetzt doof. Ne? Das wäre so, als wenn der Angelo nicht mitdenken würde. Und das glaube ich eben nicht. Schwammerl drüber, nächster Gang. Jetzt kann der Koch alles wieder gut machen. Hallo Angelo, grüß dich. Hallo. Also, hier sind die Sparrips. Aha, schön. Oh, die sehen sehr frisch aus. Ja. Wo habt ihr dieses Fleisch her? Aus der Metzger. 10 Kilometer weit von hier. Woher erkennt man denn eine gute Qualität vom Sparrips? Also, eigentlich, wenn die nicht so fest sind beim Anfassen, die sind weich, kann man so sagen, aber die sind fest, eigentlich kein Stück fällt drunter, kann man so sagen. Das erkennst du einfach dann gleich mal am Geruch, ist mal ganz klar. Du siehst, schöne Farbe hat das Fleisch, das liegt jetzt nicht lange rum oder so. Ne? Das sieht man von hier.
Welches Gewürzgeheimnis steckt denn hinter den gegrillten Rippchen à la Angelo? Also Salz und Paprika. Salz und Paprika, genau. Mehr ist also, es nicht. Mehr nicht. Weil dann wir werden sowieso die mit Barbecue-Sauce einpinseln. Ah. Und Barbecue-Sauce ist schon genug, kann man sagen, Gewürz. Da gibt es schon ziemlich viel drinnen. Aber zunächst gart Angelo die leicht gewürzten rohen Rippchen vor. Die müssen eine halbe Stunde im Ofen bleiben, beim Dämpfen, 130 Grad. Mhm. Aber ich habe schon einige vorgegart, sodass ihr braucht nicht so lange dann warten. Oh, klasse. Ich habe schon die fertige hier. Du hast an uns gedacht. Rippchen im Ofen zu garen ist ja keine Kunst. Erst der finale Pinselstrich vollendet das Meisterwerk. Was ich am meisten liebe hier, weil bei mir macht Spaß, ich muss eigentlich die Sperrips an einem Pinsel mit unserer hausgemachten Barbecue-Sauce. Das ist deine Lieblingsbeschäftigung, Pinseln, oder? Ja. Wie die Italiener, oder? Ja, genau. Ich hab viel Spaß eigentlich damit. Wir sind alle Künstler und Künstler? Wir mögen Pinseln. Ja. Jeder Italiener ist ein Künstler. Aber ich brauche einen Koch in der Küche. Darf ich was von deiner Soße probieren? Ja, natürlich. Hast du zufällig einen Löffel da? Bitteschön. Klasse, ja, danke dir. Bitteschön. Eine klassische Barbecue-Soße besteht hauptsächlich aus Essig, Tomatenmark und Ketchup. Wie schmeckt Angelos Rezeptur? Lecker. Ist ganz okay eigentlich. Also sie war vom Geschmack her gut, aber der Pfiff hat einfach gefehlt, die Schärfe. Wie hast du das gemacht? Mit Tomatenketchup, Salz, Pfeffer, Cola, Apfelsaft. Und dieser Konzentrat, der ein bisschen, der gibt diesen geräucherten Geschmack. Der hat gesagt, dass er benutzt irgendwelche. Ja, das Rauchige hat er gesagt, dass er benutzt so Tropfen. Ich finde das überhaupt gut, dass er die Barbecue-Soße selber macht. Weil die kannst du auch kaufen. Und zwar richtig gute, muss ich sagen. Ja? Also jetzt sind die Sperrips mariniert. Alles fertig? Ja, und geht's los jetzt mit dem Ofen. Die Rippen brauchen noch eine kurze Hitzewelle. 210 Grad, eine Viertelstunde lang. Und dann. Wenn der Ofen piepst, sind die fertig. Und dann können wir sie schon genießen. Ja, natürlich. Oh, klasse, ich freue mich. Vielen Dank. Freue mich auch. Danke, Angelo. Danke euch. Vielen Dank, Angelo. Tschüss, danke. Servicechefin Sandra hat gut zu schleppen an den Hauptspeisen. Die sollen jetzt positiv ins Gewicht fallen und die Makel der Vorspeisen ausgleichen. Arti hat den Zwiebelrostbraten mit Spätzle gewählt. Michi knabbert die Spare Ribs in Barbecue-Soße mit Ofenkartoffel und Kräuterrahm. Silvia probiert das Schnitzel Wiener Art mit hausgemachtem Kartoffelsalat. Und Ilia ist gespannt auf das Putensteak mit Bratkartoffeln. Was sagt ihr bitte zu meinem Schnitzel? Brutal, oder? Schnitzel Wiener Art vom Elefantenrohr. Das ist mal eine Kampfansage. Wahnsinnige Portionen. Also ich habe mein Schnitzel gesehen, ich habe gedacht, wow, ich fliege um. Also brutal. Die haben heute am Freitag aber auch 3-4 Kilo mehr alle. Ne? Kann dein Gericht deinem Idealgewicht gefährlich werden, Ilia? Ich habe heute bestellt Buttonsteak mit Bratkartoffeln. Trocken gegrillt mit einer undefinierbaren Soße. Wahrscheinlich Schweinesü. Schweinebratensoße gehört gar nicht auf diesen Teller, stand auch nicht drauf auf die Karte. Ich war sehr überrascht, ob ich überhaupt mein eigenes Essen bekommen habe oder nicht von dem anderen Tisch zu mir geliefert ist. Und schaust die Klumpen da. Soße ist auch von Pulver, das hat man gesehen, diese Klumpen da, die ich ein bisschen verteilt habe. Also Soße ist nicht so, wie es sein soll in einer Biergarten. Die Soße machen wir draußen im Kipper. Wir rösten Schweine- und Rinderknochen an. Danach kommen die Zwiebeln dazu. Das wird ziemlich kross gebraten. Und bis es richtig kross ist und dunkel auch, weil dieses Angesetzte von den Zwiebeln und den Knochen, das Röstige, gibt da den Geschmack. Schmeckt denn die Beilage? Die Bratkartoffeln sind in der Pfanne zwar gewesen, aber ich habe keine Zwiebel, kein Speck. Das ist keine Bratkartoffel für mich. Also Gesamturteil, das würde ich nicht mehr bestellen, auch wenn es umsonst wäre. Vernichtendes Urteil. Arti, ist deine Hauptspeise besser als die Vorspeise? Ich habe einen Zwiebelrostbraten bestellt. Einen Zwiebelrostbraten auch bekommen. Mit Kaschspatzen, mit Restzwiebel. Hausgemachter, schaut mindestens so aus. Das Fleisch habe ich mir Medium Rare gewünscht. Habe ich Medium bekommen.
Ja, also wenn ich mal ein Zwiebelrostbraten Medium Rare bestellt habe, möchte ich auch reden Medium Rare haben. Ne? Der Koch hat das nicht im Griff. Ist halt, wenn du bezahlender Gast bist, dann willst du das halt so, wie du es bestellt hast. Die Käsespätzle, die schmecken mir auch. Ich vermute, dass sie doch hausgemachte sind. Röstzwiebel schmeckt mir auch, also passt zu Biergarten gut. Jetzt ist Michi dran. Also ich hoffe, dass der Michi begeistert ist und der ist auch immer sehr ehrlich und direkt. Das freut mich auch. Ich habe von ihm einiges schon lernen dürfen, wie jetzt bei der Currywurst. Das finde ich super. Ist Fitnessfan Walter Kritik fit? Jetzt bin ich gespannt, ob es euch geschmeckt hat. Ich will eine saftige Sauce, Barbecue-Sauce drauf. Ich will ein zartes Fleisch und vor allem will ich ein gewürztes Fleisch. Mhm. Walter, tut mir leid, aber der fällt alles. Du kaust einfach nur auf Schweinefleisch rum, echt. So ein Dümper essen halt irgendwie. Ah, er ist aber auch brutal in seinen Aussagen. Ne? Ah, aber er hat abgeliefert, ne? Er kann. Bis jetzt hat sich noch niemand dran gestört. Vielleicht müssen wir ein bisschen andere Gewürzmischung hernehmen. Sollten wir auch überarbeiten. Also bin ich ganz deiner Meinung. Okay. Siehste, das finde ich jetzt wieder gut von Walter. Alter, und das hat er jetzt schon ein paar Mal bewiesen, das kann der gut. Der Walter haut auch einen raus, ne, die ganze Woche. Aber der hat Rückgrat. Ich habe das Gefühl, der saugt auch das auf. Und der schätzt den Michael, ne? Also der Michi ist ein grundehrlicher Typ, der haut mit der Axt einen Tisch rein und sagt, das ist so, da steht er auch dazu und hat bis jetzt immer recht gehabt mit seiner Meinung, der haut's der Knallhahn und Ohren, wenn's stimmt. Und wenn's auch positive ist, so wie auch negative, das finde ich gut von ihm. Kann denn das Schnitzel punkten? Silvia, der Teller ist noch voll. Mein Herz schmerzt. Hau rein, gib Feedback, komm. Also Walter, tut mir leid. Also Fleischgeschmack ist gut, aber leider, immer wenn ich geschnitten habe, ist mir halt die Panade runtergefallen. Ich vermute mal, irgendwie war es zu nass. Kann das sein, dass das irgendwie nicht geklebt hat? Oder? Also es ist halt A, nicht richtig ausgebacken, das muss man dazu sagen. Ne? Vielleicht einfach dann ein bisschen zu wenig Mehl, Bindemittel, Ei, weißt du? Das Schnitzel war gar nicht mal so schlecht von der Qualität her, aber das Gesamtbild war katastrophal. Walter, was ist los? Jedes Schnitzel, wie der Bon reinkommt, wird raus aus der Kühlschublade, ab rein ins Mehl. Dass das jetzt so wegbröselt, bin ich jetzt absolut enttäuscht und überrascht und bin entsetzt. Die Schnitzeljagd hat Walter verloren. Also ich habe schon oft festgestellt, wenn wir so dahin arbeiten im Tröpfler-Takt, dass es manchmal schleift. Also wir sind so die Marines unter den Biergartenbetreiber und wir brauchen den Stress. Alles andere ist langweilig. Ich kenne das, was er da beschreibt. Das muss ich tatsächlich sagen. Schlussspurt. Mit den Desserts könnte Walter noch was rocken. Walter, Michi, mein Freund. Du bist mir ins Herz gewachsen, die vier Tage. Ich dir hoffentlich auch. Ja, klar. Gell? Also, ich mag dich echt gern. Entschuldige, wenn ich gleich so dreist frage. Kaiserschmarrn, machst du den selber komplett oder hilfst du dabei? Nein, den kann ich gar nicht selber machen. Nein. Du weißt schon, gescheiter Kaiserschmarrn braucht 30 Minuten. 20, 30 Minuten? Genau. Das ist ein Aufwand, ja. Das blockiert auch die ganze Küche. Das wird den ganzen Ablauf zerstören. Ja, okay. Deswegen haben wir die ganzen Jünger an den Tisch gebeten. Wir haben verschiedene Convenience gekauft. Wir haben die durchprobiert, bis wir solche Mägen gehabt haben. Aber ihr habt gescheit und testet, haben eine super Geschichte gefunden. Habt ihr ein gescheites Produkt gefunden? Und wir hauen in der Woche ca. 100 Kilo Kaiserschmarrn aus. Das ist eine Ansage. Okay. Und das Ganze in 5 Minuten. Also das ist eine Bombengeschichte. Ja. Die Leute lieben es. Dann brauchen wir nicht darum streiten. Du darfst jetzt dann auch probieren. Da bin ich jetzt gerade also wirklich irritiert. Ne? Ich hab ihn Kaiserschmarrn-König genannt. Ne? Ich habe mir extra den Kaiserschmarrn bestellt, weil ich ein absoluter Kaiserschmarrn-Fan bin. Der ist richtig trocken auch. Der Geschmack war null. Ist auch ungenießbar. Kann man nicht weiter essen. Der war außerirdisch schlecht. Weißt du, natürlich habe ich geglaubt, das macht er auf jeden Fall selber. Koch Angelo heißt dem Fertigschmarrn ordentlich ein. Angelo hat den Kaiserschmarrn schon mal vorbereitet für uns. Gesüßt, flambiert und heiß ist er jetzt. Ja, jetzt. Ja, Konsistenz ist geil. Was mich persönlich nervt, ist, dass das. Darf ich schon was sagen? Dass ja, das nervt, Entschuldige. Aber die schauen alle gleich aus, gell? Aber passt schon. Wenn ja, das ist convenient. Also, da erkennt man es auch ein bisschen, weißt du? Wahnsinn, gell? Was das alles gibt, oder? Ist der Ruckzuck-Schmarrn konkurrenzfähig? Der erste Geruch, es fehlt komplett und. Da beißt du halt rein und das ist halt so ein warmer Kuchen, einfach irgendwie ein warmer Löffelbiskuitkuchen, so ungefähr in der Richtung gewürfelt. Mei, was willst du da großartig sagen in der Küche? Der Kerl ist aufgeregt, ja. Du kannst nämlich jetzt schon seinen Convenience komplett zerlegen, ja. Hast du wirklich schon die Stückchen fertig dann gekauft oder hast du einen eigenen Teig?
Ich habe auch schon gesehen, es gibt komplett fertige Teigmischungen, wo du einfach Flüssigkeit hinzufügst. Und nein, dann das schaffen wir auch nicht von der Zeit. Okay. Das geht, also der ist im Prinzip so fertig in Stückerl. Das ist auch tough, weil es ist nicht mal ein Teig, den du anrührst. Es sind wirklich fertig gefrorene Stückchen. Das ist schon. Wir müssen den nur noch in Butter schwenken, schön heiß machen. Dann karamellisieren, Zucker kommt drüber, dann kommt 80%iger Rum drüber. Okay. Und dann drauf aufs Pfandl. Jetzt machen wir fertig das. Okay, also hauen wir noch drauf. Der letzte Schliff. So, Michi, jetzt haben wir alles gesehen und gesagt. Jetzt gehst du an den Tisch. Ja. Es kommt dann alles raus und wir machen jetzt die Marillenknödel. Alles klar, freue mich. Danke für den Einblick hier. Kein Thema. Ehre, alles cool. Hau rein. Bis gleich. Am Finalabend des Bayerischen Biergarten-Spezials kommen im Sommerkeller Affing die Desserts an die Luft. Silvia erwartet frische, saftige Marillenknödel mit Vanillesoße, Zimt und Zucker. Michi erwartet nicht mehr allzu viel und testet den Apfelkuchen. Wie der kritische Ilja wohl den Kaiserschmarrn mit Rosinen und Apfelmus findet. Um Arti noch zu überzeugen, muss der Käsekuchen perfekt sein. Sieht zum Reinbeißen aus. In Walters Waldbiergarten ist Convenience im Spiel. Hat dein Nachtisch deshalb einen faden Beigeschmack, Ilja? Also ich habe einen Kaiserschmarrn bestellt für gefrorene Kaiserschmarrn, also tiefgefrorene Kaiserschmarrn ist in Ordnung, aber selber ist nicht gemacht. Ich erkenne an der Stücke an erstem Mal, alleine an der Optik. Diese Stücke sind millimetergenau geschnitten. Apfelmus ist genauso gekauft. Aber okay, das ist auch in Ordnung. Aber für Kaiserschmarrn habe ich erwartet, dass das selber macht. Ich finde, der Ilja ist jetzt wirklich gerade sehr zurückhaltend. Ne? Sag es frei heraus, Arti. Wie schmeckt's dir? Also eigentlich für den gekauften Käsekuchen, das ist voll in Ordnung, halt, schmeckt nach Käsekuchen und dem Boden eigentlich alles okay. Also, aber das ist nicht, dass ich halt unbedingt noch mal bestellen möchte. Ist dein Kuchen der süße Hit, Michi? Mei, das ist ein gekaufter Apfelkuchen. Der geht mal zwischendurch, aber du musst nicht ins Restaurant gehen, um zu sagen, hey, hier cooler Apfelkuchen. Du hast ja auch, wenn du sowas lagerst, den Kühlschrank irgendwie. Mhm. Ja. Der verliert da an Geruch oder was? Ich will nicht sagen, dass der nach Zwiebel riecht, um Gottes Willen, aber der ist so, du merkst so, der stand schon ein bisschen im Kühlschrank. Der hat jegliches Geruchsflavor, so Apfel, dieser Geruch ist komplett weg. Gell? Ich dachte, ja, das wird der härteste Konkurrent. Das war so mein natürlich denkst du an dein bisschen Sieg. Das habe ich auch so erwartet. Jetzt ist verkackt. Jetzt, heute ist es durch. Der tapfere Chef lässt sich die Laune nicht verhageln. Heißes Wetter, super Wetter, wie auch immer. Es regnet schon wieder. Aber nichtsdestotrotz, wie hat's euch denn geschmeckt? Walter hatte hohe Ansprüche an die Desserts der Mitstreiter. Rächt sich das jetzt? Also Walter, die Nachspeise ist wie das Wetter, total verregnet. Der erste Biss ging schon gar nicht, weil es war nicht einmal mit Pfirsich gefüllt oder Aprikose, gar nichts. Es war definitiv Aprikosenmarmelade. Der Knödel war nicht mehr so warm und die Soße war definitiv kalt. Also du kannst einfach auch gerade mit dem letzten Gericht so viel verhauen. Das Dessert kann so viel rausreißen. Und dann gibt es so gute Convenience. Wenn, dann gut. 1 Euro mehr zahlen. Leider durchgefallen bei mir. Hat nichts mit Marilleknödel zu tun. Okay, jetzt wettert schon, schau. Ja. Oh, da donnert's, alter Schwede. Das passt aber zum Knödel, ne? Wie du unschwer erkennen kannst, dass wir mit Convenience hier arbeiten, weil für uns das von der Menge her gar nicht machbar ist. Der eine mag's, der andere mag's nicht. Also diese Ausrede, die ich glaube ich 5-mal gehört habe, Masse, wir machen Masse. Du kannst doch nicht massenhaft Müll verkaufen. Das ist halt Michi seine Art. Er meint ja nicht Müll, ne? Ich sage einfach und bleib dabei, wenn du dazu kaufen musst, dann musst du einfach 1 Euro mehr ausgeben. Kein Lob weit und breit. Das tut mir einfach leid, dass er total versagt hat. Also das Feedback von der Silvia war mir besonders wichtig, weil die natürlich Konditorfachfrau ist. Und die hat auch mein Gefühl bestätigt, dass diese Marillenknödel kein Highlight ist. Und die muss man auch nicht auf der Karte nochmal, die werden wir definitiv streichen. Jetzt können nur noch die Preise trumpfen. So, ihr Lieben. Jawohl. Oh. Ja. Wir haben zum grünen Abschluss noch ein bisschen was mitgebracht, was Leckeres. Geil. Also zum Wohl. Genau, spült die Mängel einfach runter. Gesamtbetrag 151,90. Das Essen 115.
Geteilt durch 4. 27, oder? 6 oder 27. Passt, oder? Ist okay, kannst du meckern, ja. Völlig okay. Guter Preis, ja. Völlig okay. Für die Masse der Teller absolut in Ordnung. Aber für das, was er abgeliefert hat, finde ich es wahnsinnig überteuert. Das war ja vielleicht ein Abschluss heute, ne? Schlusslicht oder Highlight? 0 oder 10 Punkte? Wie wertest du, Michi? Lieber Walter, ich gebe dir und deinem Team 6 Punkte. Und du, Silvia? 6 Punkte. Arti? 6 Punkte. Und Ilia? Was gibst du? 5 Punkte. Die Soße hat nicht gepasst zum Putensteak. Bratkartoffel waren lasch. Das Dessert hat auch nicht gepasst. Und außerdem hat mir gefehlt Dirndl bei den Bedienungen und Tracht beim Walter. Mit 23 Punkten bildet der Sommerkeller Affing zusammen mit dem Hölzelwirt das Schlusslicht. Michis Flugwerk führt mit 32 von 40 Punkten. Wie bewertet Spitzenkoch Mike Michis Brauerei mit dem Biergarten und dem bärtigen Biergarten Brutzler? Es war wirklich gut. Mit dem Teller, da habe ich ein bisschen was gesagt, die Größenordnung. Aber das Ganze ist wirklich richtig gut gelaufen für euch, ne? Und du bist echt eine Marke. Alter, ich habe kaum jemanden erlebt, der so brutal ehrlich was rausschießt und dem man nichts übel nehmen kann. Also, die Punkte für euch, saubere 9. An Tag 2 wollte Ilja den Ochs zum Sieger machen. Wie ist sein urbayerischer Biergarten bei dir angekommen, Mike? Lieber Ilja, ein paar Worte für dich. Also deine Geschichte ist wirklich sensationell und zu Recht bist du stolz drauf. Ne? Bisschen weniger Ehrgeiz, würde ich einfach mal sagen. Ne? Du bist wirklich gar nicht so hart, wie du ab und zu mal rüberkommst. Peter, liebe Grüße, dein Krustenbraten war ein Krustenbraten. Ne? So, und jetzt kommen die Punkte. Und Ilja, übrigens, ne? Du bist ja ein gesunder Mensch. Ein grünen Tee weniger und dafür ein gescheites Bierle. Hm? Im Biergarten Kleine Villa Flora blüht Silvia so richtig auf. Wie viele Punkte pflückt sie, Mike? Du warst für mich die Überraschung der Woche. Ich habe damit gar nicht so gerechnet. Also, ich wünsche dir viel, viel Glück mit deiner kleinen, süßen Villa. Und Slavica, hoffentlich habe ich es richtig gesagt, Mama, du bist meine zweite kleine Dschivapschische Königin, okay? Jetzt Punkte für euch. 7. Der Biergarten zum Hölzelwirt ist Artis Freiluftbühne. Wie hat dir die Darbietung gestern gefallen, Mike? Grundsätzlich mal Hut ab, dass du dir das dazu getraut hast. Meine Gastronomie am Sportplatz ist sehr lange eine Gastronomie am Sportplatz. Ne? Kochtechnisch bitte, bitte noch das eine andere verbessern. Ja? Und du musst es kalkulieren. Ne? Für den heutigen Kochtag ist auch ein bisschen was schiefgelaufen. Ne? Aber du bist der wahre Kaiserschmarrnkönig geworden. Also, 6 Punkte. Zum Finale im Sommerkeller Affing wollte Walter seine Biergartenklassiker mit Wow-Effekt servieren. Hat das geklappt? Du hast den größten Biergarten und die größte Verantwortung an deine Frau und deine Mitarbeiter, weil wenn schlechtes Wetter ist, kommt kein Umsatz rein. Also, klasse. Ja? Und es ist auch nicht alles rund gelaufen. Wenn schon nicht selber machen, besser einkaufen, okay? Und wie du mit der Kritik umgegangen bist, ist sensationell. Du hast Rückgrat, du bist ein toller Typ. Ich habe mich wirklich gefreut, da zu sein. Für heute 7 Punkte. Das Essen war deftig, doch die Punkteausbeute ist mager diese Woche. Das Flugwerk Feldkirchen knackt als einziges Lokal die 40er-Marke und gewinnt mit 41 von 50 Punkten. Bayerns bester Biergarten ist damit das Flugwerk in Feldkirchen. Glückwunsch!